Ich heiße Mariana. Ich bin Sanitätsoffizierin. Die Russische Föderation hat mich gefangen genommen, als ich im dritten Monat schwanger war. Man brachte mich ins Gefängnis Olenivka. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, zu sterben oder ins Gefängnis zu gehen. Ich heiße Anna. Ich komme aus Izum in der Region Kharkiv. Kurz nach Beginn des Krieges, Anfang März, wurde unsere Stadt besetzt. Ich war hochschwanger. Ich heiße Anna Zaitseva. Ich war 65 Tage lang mit meinem 3 Monate alten Sohn im Bunker in Azovstal in Mariupol. Im Dezember wurden wir in Berdianske stationiert. In den ersten 2 Monaten war es ruhig. Aber am 24. Februar gerieten wir unter Beschuss. Vom Wasser und vom Land aus und aus dem Himmel. Wir haben uns gefragt, was noch alles kommen würde. Mitte März habe ich dann gemerkt, dass ich schwanger war. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Mein Mann und ich wollten eine Familie gründen, aber es hat nicht geklappt mit der Schwangerschaft. Deshalb habe ich wirklich nicht mit diesen 2 klaren Linien gerechnet. Ich hielt den Test in den Händen und dachte, oh mein Gott. Nein, bitte nicht, warum gerade jetzt? Die Stadt war schon eingekesselt. Man kam nicht mehr raus. Und die Chancen, dass jemand vom Militär die Stadt lebend verlassen würde, waren, sagen wir mal so, sehr gering. Also beschloss ich abzuwarten. Ich sagte mir, wenn es uns gelingt, rauszukommen, gut. Wenn nicht, dann ist es eben so. Meinem Mann habe ich nichts von der Schwangerschaft gesagt. Ich hatte Angst, es ihm zu sagen. Sollte mir etwas zustoßen, wäre es einfacher für ihn zu akzeptieren, dass ich gestorben bin, als zu wissen, dass auch noch unser Kind tot ist. Wir hatten immer mehr Verwundete und brachten sie in das Dorf, in dem unser Bataillon stationiert war. Dabei gerieten wir unter Beschuss. 8 oder 9 Verwundete waren bei uns. Wir sprangen aus dem Auto und irgendwo hin. Sie feuerten Granaten auf uns, aus einem Panzer. Wir versteckten uns in der Schule. Ich und mein Fahrer. Alle kennen ihn, Onkel Vasa. Ich hockte mich hin, die Arme um die Knie und fing an zu weinen. Er sagte, Mariana, ich werde dich hier nicht sterben lassen. So ist er. Dann hat er sich zu mir gehockt. Er nahm mich in den Arm wie eine Tochter und sagte, Mariana Wladimirovna, glaubst du, ich wüsste es nicht? Ich fragte, was weißt du? Er sagte, meinst du, ich sehe es nicht? Ich sagte, was, Onkel Vasa? Er umarmte mich und sagte, ich weiß, dass du schwanger bist. Ich fragte, wie? Er antwortete, ich habe 2 Töchter zu Hause. Glaubst du, ich weiß nicht, wie eine schwangere Frau aussieht? Ich dachte nur, wow. Am Ende haben wir die Verwundeten zurückgebracht. Alle haben überlebt. Doch am 3. April gerieten wir in Gefangenschaft. Es war sehr beängstigend. Sie packten uns in einen Transporter. Dann zogen sie die Plane hoch, blendeten uns mit Scheinwerfern und richteten ihre Maschinengewehre auf uns. Willkommen, Genossen, sagten sie. Eine falsche Bewegung und wir erschießen euch.
Sie stellten uns in einer Reihe auf und sagten, wir seien jetzt Kriegsgefangene der Russischen Föderation und der Volksrepublik Donetsk. Da war mir klar, dass es schlimm werden würde. Am 24. Februar, als der Krieg begann, dachten wir wirklich, er würde höchstens eine Woche dauern. Mariupol ist ja schon 2014 besetzt gewesen, fast einen Monat lang. Damals hatte das Azov-Bataillon die Stadt zurückerobert. Sie wurde wieder ukrainisch. Aber am 25., dem nächsten Tag, hörten wir nur ein paar Straßen entfernt Explosionen. Da wurde uns klar, dass wir weg mussten. Ich stieg zusammen mit Sviatek, meinem 4 Monate alten Baby, meinem Mann Kirillo und meinen Eltern ins Auto. Und wir fuhren nach Azovstal zum Bunker. Aber am 28. Februar beschloss Kirillo, sich dem Azov-Regiment anzuschließen. Er war schon mal im Krieg, beim Kampf um Shirokine. Nachdem Sviatoslav auf der Welt war, wollte Kirillo eigentlich die Familie an erste Stelle setzen und das Militär verlassen. Aber das Militär verlässt man nie ganz. Die Erfahrung bleibt dir für immer. Und so kam es, dass er mir, kaum hatte der Krieg begonnen, mitteilte, er wolle sich dem Azov-Regiment anschließen. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, ich könnte ihn davon abbringen. Aber am 28. Februar ging er zum Azov-Regiment. Er trug ein Medaillon mit einem Dreizack. Das gab er mir und er sagte, wenn ich nicht zurückkomme, gibst du es unserem Sohn. Beim ersten Luftangriff brach Panik aus. Es war ein Bombenflugzeug. Und zwar nicht mit kleinen Geschützen, sondern riesigen, halb so groß wie dieser Raum. Du wirst von einer Rakete geweckt. Und wenn du einschläfst, geht wieder eine Rakete los. Panzerfeuer, den ganzen Tag, jeden Tag. Ich hatte einfach nur schreckliche Angst. Du fühlst dich völlig machtlos. Wir konnten nicht weg. Alle Brücken waren gesprengt. Wir hätten nur durch die Felder fahren können. Aber das war sehr gefährlich. Wir sind in den Keller gegangen und mehrere Tage dort geblieben. Wir hatten eine Gartenliege da. Mein Sohn Matvi war damals 15 Monate alt und wir saßen die ganze Zeit auf dem Ding. Geschlafen hat Matvi in einer Wiege. Außerdem gab es ein paar Stühle. Darauf schliefen die Großeltern und mein Mann. Schwanger war es besonders schrecklich, so auf dem blanken Holz zu liegen. Meine Arme schwollen an, meine Beine auch, und ich hatte Krämpfe. Strom oder Gas gab es nicht. Gekocht haben wir alles hier. Hier haben wir die Milch fürs Baby aufgewärmt und den Grießbrei gekocht. Gleich hier auf dem Feuer. Anders ging es nicht. Ich hatte Angst, draußen zu sein. Immer wieder gab es Explosionen und Luftangriffe. Es war die Hölle. Die Tage dauerten ewig. Die ganze Zeit griffen sie uns an. Ein Geschoss schlug im Garten ein. Durch den Druck zerbarsten zwei Fenster und die inneren Fenster auf der anderen Seite. Von der Doppelverglasung blieb nur eine Scheibe. Wir haben versucht, alles abzudecken, damit ein bisschen Wärme im Haus blieb. Ein anderes Geschoss schlug im Garten ein.
Ein Granattrichter ist hier und noch einer hinten im anderen Garten. Und es gibt noch einen. Drei Stück waren es. Ich weiß nicht, wie es genau passiert ist, aber es waren drei Granattrichter. Beide Häuser wurden getroffen. Unfassbar, dass sie so eine heftige Explosion überhaupt überstehen konnten. Ich heiße Natalia Heinz. Ich bin die medizinische Leiterin des regionalen Perinatalzentrums in Kiew. Hier unten haben wir uns einen Schutzraum eingerichtet. Seit dem 24. Februar ist das unser zweites Zuhause. Das war ein ganz normaler Keller. Am Morgen des 24. haben wir Sofas und Betten hergebracht, damit es ein bisschen gemütlicher für die Frauen ist. Es ist ziemlich kalt hier, deshalb haben wir alle warmen Sachen hergebracht. Immerhin gibt es ein Badezimmer. Hier haben alle gegessen. Wasser hatten wir die ganze Zeit. Hier im Keller haben wir unseren Kreissaal eingerichtet. Er hat keinerlei Normen erfüllt. Weder stimmte die Temperatur, noch entsprach er den sanitären und epidemiologischen Standards. Aber es war Krieg und dies ist ein sehr wichtiger Raum. Auf diesem Tisch haben die Frauen entbunden. Das notwendige Material muss alles steril sein. Wir sind hier auf alles vorbereitet. Hier ein Set zur medizinischen Notfallversorgung. Vakuumextraktoren für den Fall, dass das Baby unter der Geburt Sauerstoffmangel erleidet, um eine schnelle Geburt sicherzustellen. In normalen Zeiten ist das hier der Umkleideraum für die Mitarbeiter. Aber weil es der wärmste Raum ist, haben wir Betten reingestellt und Radiatoren. Einige Frauen, die gerade entbunden hatten, wollten auf keinen Fall nach oben gehen, auch wenn kein Alarm war. Sie sind mit ihren Kindern im Keller geblieben, eine oder zwei Wochen lang, aus Angst um ihre Kinder. Wir hatten auch Frauen aus Irpin und Gostomel hier. Die konnten nicht mehr zurück, ihre Orte waren zerstört. Dank der Bemühungen der Freiwilligen konnten sie später in den Westen der Ukraine verlegt werden. Das gesamte Personal, wir alle, haben am 24. Februar beschlossen, die Entbindungsklinik nicht mehr zu verlassen, um rund um die Uhr Hilfe leisten zu können. In jeder Notsituation. Vor dem Krieg hatten wir hier bis zu 300 Mitarbeiter. Nach Ausbruch des Kriegs waren es 15 oder 20. Wir haben vielleicht 4 Stunden jeden Tag geschlafen. Als der Krieg begann, dachte ich, dass meine Freundin das Kind zur Welt bringen könnte. Sie war Geburtshelferin. Sie sagte, mach dir keine Sorgen. Sie war so positiv. Wir machen das schon, dem Baby wird es gut gehen. Ich helfe dir, das Baby zu kriegen, auch hier im Keller. Und wir haben gelacht. Aber dann wurde sie mit ihrer Familie erschossen. Auf dem Weg in die Stadt, am Kontrollpunkt, einfach so. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und will es auch nicht. Es ist nicht so sehr der Krieg, der Angst macht, sondern der Verlust geliebter Menschen, denen man nah war. Und dann plötzlich ist alles vorbei. Als sie tot waren, dachte ich, was soll ich jetzt machen?
Das Baby kommt bald. Woanders hinzugehen war zu riskant. Keiner durfte aus der Stadt raus. Wir trauten uns kaum, uns in der Stadt zu bewegen. Ganz zu schweigen davon, woanders hinzugehen. Als wir in Gefangenschaft gerieten und in Olenjewka ankamen, sahen wir als erstes die hohe Mauer mit dem Stacheldraht. Da weißt du nicht, was schlimmer ist, zu sterben oder ins Gefängnis zu gehen. Mariana und ich haben in derselben Einheit gedient, aber wir hatten nicht viel miteinander zu tun, waren nicht befreundet. Wir haben nur über Dinge geredet, die mit dem Dienst zu tun hatten. Ich bin als Erste aus dem Auto gestiegen, um den Soldaten zu sagen, dass wir eine Schwangere dabei haben. Denn wir wussten, dass Neuankömmlinge oft mit Stöcken willkommen geheißen wurden. Ich wollte verhindern, dass man sie schlägt und sie ihr Baby verliert. Ich habe selbst zwei Kinder. Ich weiß, wie es ist, schwanger zu sein. Meine älteste Tochter heißt Luise, sie ist 13. Die jüngere heißt Sophia, sie ist 8. Ich habe ihnen also gesagt, dass wir eine Schwangere dabei haben. Daraufhin brachten sie uns ein paar Meter weit weg. Dann erst sind die Jungs ausgestiegen. Und natürlich hat man sie mit Stöcken empfangen. Es ist diese Angst, die Angst, dass du nicht mehr rauskommst. Am Anfang waren wir 40 Personen in der Zelle, die eigentlich für 6 ausgelegt war. Im ersten Moment denkst du, da können niemals so viele Leute rein. Aber dann merkt man, es geht. Manche Frauen dort hatten überhaupt nichts mit dem Militär zu tun. Einige waren Mütter von Azov-Soldaten. Manche Frauen waren sehr gläubig. Kriminelle waren gar keine dabei. Die Leute schliefen überall. 2, 3 auf jeder Pritsche. Auf jeder Pritsche. Und dann begann der Kampf ums Überleben in der Zelle. Ich habe ihr gesagt, komm, wir verstecken uns in der Ecke, unter einer Pritsche. Mir war klar, es würde sehr eng werden. Viele schliefen auf dem Boden und auf jeder Pritsche 2. Manche schliefen abwechselnd auf einer Bank am Tisch. Eine schlief, die andere stand. Dann wechselten sie. Wir haben uns in die Ecke gelegt und von da an war das unser Platz. Und es war gut, dass wir die Ecke hatten. Dort war es sicherer. Denn alle gehen auch nachts auf die Toilette. Und überall auf dem Boden liegt jemand. Ich hatte Angst, dass jemand auf sie treten würde. Und sie wurde ja nicht besser behandelt, weil sie schwanger war. Sie musste trotzdem mit mir auf dem Betonboden schlafen. Niemand machte seinen Platz auf einem Bett für sie frei. Das wäre immerhin kein Beton gewesen. Es gab keine Matratzen und keiner gab uns Decken. Ständig regnete es in die Zelle rein und alles war nass. Auf der rechten Seite war eine Toilette, aber nicht abgetrennt. Alles war in einem. Küche, Schlafzimmer und Toilette. Die Toilette roch so schlimm. Von dem Ammoniak brennt alles in dir. Und du liegst auf dem Boden, da stinkt es ganz besonders. Ständig quoll die Kloake über, überall stinkende Fäkalien. Mariana zog sich immer die Jacke übers Gesicht und klammerte sich an mich. Aber dem Gestank entkam man nicht. Ich wollte nur überleben. Rauskommen und überleben.
Die Bedingungen im Bunker waren unerträglich, eine echte Herausforderung. Eine Flasche mit Wasser zum Beispiel. Das Wasser habe ich immer wieder benutzt. Zuerst habe ich das Baby mit dem Wasser gewaschen, dann mich selbst. Dann habe ich im selben Wasser unsere Kleider gewaschen. Regenwasser und Schnee habe ich auch genutzt. Schon in der ersten Woche im Bunker ist meine Milch versiegt. In erster Linie war es der Stress, aber auch das schlechte Essen war schuld. Irgendwann bekamen wir nur noch einmal am Tag etwas zu essen. Eine Suppe aus Wasser, Nudeln und Salz. Als die Soldaten kamen, sagte ich ihnen, dass mein Kind verhungern würde. Sie fanden dann eine Apotheke im zerstörten Mariupol. Aus den Trümmern haben sie mir mehrere Packungen Säuglingsnahrung geholt. Das war unsere Rettung. Es war schwierig, die Milch zuzubereiten. Dazu musste man raus aus dem Bunker und das war sehr gefährlich. Jederzeit konnte dich ein Scharfschütze erschießen oder eine Rakete konnte dich töten. Du hast Sviatek angesehen und bist losgelaufen, stimmt's? Einfach so in den Bombenhagel raus. So war's. Ich bin raus, habe den Kessel aufgesetzt und bin zurück. Sobald ich dachte, dass das Wasser kocht, habe ich mir den Kessel geschnappt und bin zurück in den Bunker. Bomben konnten jederzeit fallen. Hubschrauber flogen über uns. Wenn sie eine Bewegung sahen, haben sie das Feuer eröffnet. Meine Eltern sind meine größte Stütze. Ohne sie hätte ich es definitiv nicht geschafft. Sie haben sich so sehr um Sviatek gekümmert und mich aufgebaut, wenn ich verzweifelt war. Ich machte mir Sorgen, denn ich wusste, die Wehen würden bald kommen. Olga Ivanovna wohnte in der Nähe. Sie ist Geburtshelferin und hat 40 Jahre Erfahrung. Zu dieser Zeit war sie die einzige weit und breit. Es gab keine Geburtshelfer mehr in Izum. Sie hat mir gesagt, dass die meisten die Gegend verlassen hatten und eine war getötet worden. Sie sagte immer gerne, mit meinen Instrumenten bin ich Gott, aber ohne kann ich nichts machen. Und sie sagte auch, ich habe Angst. Ich sagte, Olga Ivanovna, bitte, wir können sonst nirgends hin, absolut nirgends. Sie sagte, okay, aber ein paar Dinge brauchen wir. Wir haben überall nachgefragt, nach Nadeln und Faden, nach allem, was die Leute in ihrem Erste-Hilfe-Kasten haben könnten. Wir brauchten alles. Kurz bevor die Geburt losging, wurde ich richtig panisch. Mir war klar, wenn etwas schiefgehen würde, wären wir verloren. Wir hatten nichts, keine Medikamente, nichts. Auch in Friedenszeiten haben wir immer wieder Schwangere mit schweren Komplikationen. Aber seit Beginn des Krieges hatten wir keine einzige Frau mehr ohne Probleme. Wir haben Frauen mit angeborenen Fehlbildungen der Gebärmutter entbunden. Wir hatten Plazentaablösungen, Steißlagen. Normalerweise treffen wir Vorbereitungen für solche Operationen. Wir legen uns einen Vorrat an Bluttransfusionen an. Und manchmal brauchen wir die Hilfe von Spezialisten und führen die Operation mit 3 Teams durch. Aber jetzt mussten wir alles selbst machen. Manchmal hatten wir nur 2 oder 3 Ärzte überhaupt. Das Risiko war groß, aber wir hatten keine Wahl. Und es ist uns gelungen, alle zu retten. Körperlich fühlte ich mich gut. Aber ich hatte immer Hunger. Die Verpflegung war sehr schlecht.
Bis Mitte Mai gab es einmal am Tag Ski, eine Suppe aus Sauerkraut, das in Wasser gekocht wird. Außerdem ein Stück Brot und Tee am Morgen und Tee und ein Stück Brot am Abend. Dann brachten sie uns nur noch morgens und abends Brei. So ekligen, den man höchstens dem Hund gibt. Aber egal, du hast Hunger und du isst es. Du isst es und 10 Minuten später hast du wieder Hunger. Ich sagte, ich bin so hungrig, ich muss weinen vor Hunger. Sie sagte, Mariascha, hab Geduld. Morgen früh gibt es Tee und Brot. Ich konnte wenigstens arbeiten gehen. Weil Mariana schwanger war, konnte sie nicht arbeiten. Also kam sie auch nie aus der Zelle raus. Wenn wir nachts Kartoffeln schälen mussten, bekamen wir dafür eine zusätzliche Ration Essen, heißen Tee und einen Laib Brot. Davon habe ich ihr abgegeben. Aber natürlich hätte sie ganz andere Sachen gebraucht. Schwangere Frauen brauchen ja Vitamine. Aber wenigstens hatte sie so etwas mehr zu essen. Ich wusste nicht, dass Mariana in Gefangenschaft war. Aber die Zeit verging und ich hörte nichts von ihr. Dann sah ich auf meinem Handy, dass man sie gefangen genommen hatte. Das Video zeigte das russische Militär mit vielen Kriegsgefangenen. Und meine Tochter war dabei. Wie ich sehe, gibt es hier eine junge Frau. Ja. Wie geht es dir? Gut. Ist alles in Ordnung? Ja. Sobald ich sie sah und ihre Stimme hörte, wusste ich, das ist sie wirklich. Sie war in Kriegsgefangenschaft. Alle wussten es. Ich war die Einzige, die es nicht wusste. Die Kinder haben es mir nicht gesagt. Sie haben versucht, es so lange wie möglich von mir fernzuhalten. Sie hofften wohl, dass man sie bald austauschen würde. Wir haben Kriegsgefangene, die nach Hause gekommen sind, nach Mariana gefragt. Wir haben ihnen ein Foto gezeigt. Einer hat uns dann bestätigt, dass sie da in Gefangenschaft ist und sie ist schwanger. Ich erinnere mich an den Moment, als sich ihr Baby zum ersten Mal bewegt hat. Ich hatte das Gefühl, selbst schwanger zu sein, selbst ein Kind zu erwarten. Man teilt all die schönen Momente. Es ist, als würde man es selbst erleben. Sie sagte, fühlst du es? Leg die Hand dorthin. Fühlst du es? Wir schliefen eng beieinander. Du liegst da und merkst, wie dich etwas tritt, wie sich etwas an deinem Rücken bewegt. Ich habe mich rumgedreht und mit dem Kleinen geredet und den Bauch berührt. So sind wir zusammengewachsen. Wir waren immer zusammen. Ich durchlebte alles mit Mariana. Wir teilten dieselben Ängste. Was wird mit dem Kind geschehen? Wie wird die Geburt verlaufen und wo wird es sein? Es gab ja auch keine Ärzte im Gefängnis, keine Gynäkologen, nichts. Immer gab es dieses Wir. Sie sagte, du musst meinen Mann vertreten in dieser Zeit hier. Ich habe meinen Mann vermisst. Wie andere schwangere Frauen auch, wollte ich meinen Mann bei mir haben. Er sollte mir helfen, mich unterstützen. Das habe ich vermisst. Es war eine schwere Zeit. Ich wusste, ich würde ihn vielleicht nie wiedersehen und hatte keine Ahnung, ob man mich austauschen würde oder nicht. Es war schwer, aber ich habe meinem Kind versprochen, nicht zu weinen. Ständig habe ich mit meinem Bauch gesprochen. Mami weint nicht. Du und ich sind stark. Alles wird gut. Wir kommen nach Hause. Papa wartet auf uns in der Ukraine. Oma und Opa auch. Wir haben eine Familie. Wir werden durchhalten.
An jedem Feiertag habe ich gehofft, sie kommt. Sie wird zu Ostern kommen, am Dreifaltigkeitssonntag, zu Peter und Paul, zur Verklärung Christi wird sie kommen. An jedem Feiertag habe ich gewartet. Und dann hörte ich von einer Explosion in Olejniewka. Ich war verzweifelt, weil ich nicht wusste, ob sie noch lebt. Wir haben von einer Tragödie in Olejniewka erfahren, in der besetzten Region Donetsk. Hier haben die Russen ukrainische Kriegsgefangene getötet. Das Ganze war nur 500, 600 Meter von uns entfernt, ganz nah. Es gab zwei Explosionen. Wir waren dort, als viele unserer Jungs aus dem Azov-Regiment starben. Gib mir mein Kind zurück. Bringt sie einfach nach Hause. Ich will nichts. Nehmt alles, was ich habe, aber bringt mir mein Kind zurück. Es ist doch das größte Glück, unsere Kinder zu sehen, lebendig und gesund. Wir haben angefangen, Aktionen und Proteste zu organisieren. Alle sollten wissen, dass sie eine schwangere Frau gefangen halten. Es gab Kundgebungen in Lviv, Rivne und Lutsk. Besonders beeindruckt hat mich, dass Frauen auf mich zukamen und sagten, deine Tochter ist im selben Schwangerschaftsmonat wie ich. Sie umarmten und drückten mich. Kinder waren auch ganz viele dabei. Sie standen da mit Fotos von Mariana in der Hand. Und sie haben gesagt, wir kämpfen dafür, dass sie rauskommt. Weil sie wussten, dass sie als Ärztin Leben gerettet hat. Sie musste einfach zurückkommen. Ich hatte Angst, dass man mir mein Kind wegnehmen würde. Riesige Angst. Dreimal haben sie mir in den Verhören gesagt, wir schicken dich in ein Gefängnis, wo es Frauen mit Kindern gibt. Du wirst in einem Krankenhaus gebären und dann nehmen wir dir dein Kind weg und geben es ins nächstgelegene Waisenhaus. Du wirst dann weiter mit den Kriminellen arbeiten und dein Kind wird in Russland bleiben. Und du wirst nie beweisen können, dass es dein Kind ist. Denn es wird von einem Waisenhaus ins nächste kommen. Sie haben uns gehasst. Ich war in der 39. Woche. Ich sagte zu meinem Mann, irgendwas stimmt nicht. Selbst wenn ich die Beine hochlege, schwellen sie an. Und dann setzten die Wehen ein. Keine richtigen Wehen, nur so ein Ziehen. Mir war klar, es würde bald losgehen. Dann sagten uns die Russen, dass wir nachts nicht mehr raus dürften. Sie verhängten eine Ausgangssperre. Sie sagten, man würde uns draußen erschießen. Also habe ich mit Alisa im Bauch gesprochen. Ich habe ihr gesagt, Töchterchen, komm lieber am Nachmittag. Nachts, das ist nichts. Wir haben genug Probleme. Lass es uns tagsüber machen. Die ganze Woche, als sie sagten, ich dürfe nachts nicht rausgehen, habe ich so mit ihr geredet. Bitte komm tagsüber. Eine ganz normale Geburt, keine Probleme. Wir hatten keinen Strom, keine Lampe. Am Tag war das egal. Ich habe sie angefleht, bitte komm am Tag. Wir gingen Wasser holen. Ich sagte, lass uns bei Dr. Olga vorbeigehen. Wir kamen zu ihr und ich habe ihr von dem Ziehen im Unterleib erzählt. Sie hat mich untersucht und gemeint, hier ist alles prima, super. Und dann sagte sie, Moment mal, ist das nicht eine Nabelschnur da am Kopf? Ich dachte, welcher Kopf? Welche Nabelschnur? Wovon spricht sie? Sie sagte mir, mein Muttermund sei schon 5 cm geöffnet. Hast du denn gar keine Wehen, wollte sie wissen? Ich sagte, naja, so ein Ziehen. Sie meinte, deine Fruchtblase ist noch nicht geplatzt. Ihr habt 40 Minuten, um Wasser zu holen. Wir sind dann los. Im Auto sah ich meinen Mann an. Er zitterte. Wir hatten vereinbart, dass er Olga bei der Geburt helfen würde. Sie hatte gesagt, sie werde Hilfe brauchen. Und jemanden, der ihr das OP-Besteck anreicht und das Kind versorgt. Er fuhr ganz nervös und war zittrig. Aber er hat sich recht gut gehalten.
Er hat alles versucht. Er hatte wohl verstanden, dass es jetzt sein musste. Er hat sich wirklich zusammengerissen und alles getan, was Dr. Olga ihm aufgetragen hat. Sie wurde völlig gesund geboren, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was wir sonst gemacht hätten. Sie ist so schön. Ich kann mich immer noch nicht an ihr satt sehen. Ich sehe sie an, mein Kind, jeden Tag. Immer wieder sehe ich sie an und möchte sie umarmen. Sie ist so ein süßes kleines Mädchen. Fünf Tage nach der Geburt mussten die Fäden gezogen werden. Ich bin nicht zu Olga gegangen. Mein Mann hat es gemacht. Ich kann das, ich werde es tun, hat er gesagt. Du bist mein kleines Mädchen, also werde ich es machen. Er kümmert sich sehr gut um mich und die Kinder. Und das weiß ich zu schätzen. Er ist wirklich gut zu mir, ist meine Stütze. Er ist nicht nur mein Fels, er ist eine Wand aus Stahl. In den schwierigsten Momenten hat er mich unterstützt. Er war immer für mich da. Das Schlimmste war, dass Vjatoslavs Vater nicht da war. Mein Mann konnte nicht in den Bunker kommen, weil er in Mariupol im Einsatz war. Das letzte Mal habe ich ihn am 11. März gesehen. Er war in Uniform. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt, weil es so dunkel war in dem Raum. Und er hatte einen Helm und eine spezielle gelbe Schutzbrille an. Ich war so angespannt. Mein kleiner Sohn liegt in den Armen meiner Mutter. Ein Soldat kommt auf ihn zu und küsst ihn auf die Wange. Manchmal kam zwar einer von denen und spielte mit Sviatoslav, aber diese Vertrautheit mit meinem Kind war mir suspekt. Er hätte mich fragen müssen. Ich ging näher ran und sah, dass es mein Mann war. Er kam zu mir und gab mir Windeln und Milchpulver. Außerdem Medizin für Sviatoslav und ein Buch, Robinson Crusoe, für mich. Er weiß, wie sehr ich das mag. Er sagte mir, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mich vermisst und so gerne in meinen Armen liegen würde. Aber er musste schon wieder weg. Als er den Bunker verließ, hat er gesagt, ich solle ihn nicht vergessen. Er hat mir in die Augen gesehen und mir wurde klar, dass er ging, und keine Hoffnung hatte, zurückzukommen. Das war hart. Danach begann meine persönliche Hölle. Ich begriff, dass wir uns wahrscheinlich nie wiedersehen würden. Wir wussten, in der Nacht würden die Bomber 3 oder 4 Mal kommen und jeder würde 8, 9 Bomben abwerfen. Es hatte schon einige Male bei uns gebrannt. Auch als Zivilisten wurde unsere Chance zu überleben immer kleiner. Wir gewöhnten uns an den Gedanken, dort zu sterben. Eine Rakete mehr und der Bunker wäre zusammengebrochen. Sie hätten uns nicht retten können. Es wäre ein Massengrab geworden. Am 30. April gegen 7 Uhr abends kamen Soldaten und einer sagte, wir haben 10 Minuten, um euch zu evakuieren. Sie brachten uns in ein sicheres Gebiet. Zum ersten Mal sah ich wieder den Himmel und die Sonne. 1,5 Monate lang habe ich den Wind nicht mehr auf meiner Haut gespürt. Ich sagte, Sviatoslav, schau, das ist Gras. Endlich kannst du es sehen. Denn als er im Oktober auf die Welt kam, gab es kein Gras. Wir stiegen in einen Bus und wundersamerweise fuhr das alte Ding sogar. Wir mussten noch 2 Tage in einem Filtrationslager bleiben. Während wir durch das Niemandsland fuhren, konnte ich meinen Bruder Mikola anrufen. Er hat gesagt, dass er schon in Saporischschja auf mich warte. Als wir die ukrainischen Soldaten sahen, fingen wir an zu weinen. Wir wussten, jetzt waren wir in Sicherheit, jetzt war alles in Ordnung. Als wir ankamen, warteten schon viele Leute auf uns.
Diese Mutter hat 2 Monate in den Katakomben von Azovstal ausgehalten. Ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Zum Glück konnten wir sie retten, aber es sind immer noch Menschen dort. Wir waren dort nur im Überlebensmodus. Wir haben nur funktioniert. Vielen Dank an das Militär. Sie haben uns mit der Babymilch geholfen. Wir hatten ja nichts. Irgendwo haben wir dann Grieß gefunden und versucht, ihn zu kochen. Das Wasser haben wir mit Kerzen zum Kochen gebracht. Um Wasser zu holen, mussten wir zu einem anderen Haus laufen. Das haben die Männer gemacht. Mein Vater wurde beschossen, aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Als Izum wieder unter ukrainischer Kontrolle war, bin ich wie wild in die Luft gesprungen. Mein Mann hat gesagt, beruhige dich. Aber ich konnte mich nicht beruhigen. Ich war so glücklich. Ich hatte begriffen, geschafft. Ich bin zu Hause. Zur Hölle mit Russland. Sie können mir nichts mehr anhaben. Ruhm der Ukraine! Tod den Feinden! Ich bin Ukrainerin. Das ist mein Zuhause. Dann ging das Licht wieder und das Gas. Unser Ziel ist es jetzt erstmal, das Haus wieder aufzubauen. Wir wollen Fenster und Türen einbauen und alles so gut es geht in Ordnung bringen, damit die Kinder sich wohlfühlen. Egal wie traurig man ist, egal wie schwer es fällt, es muss getan werden. Wir müssen überleben und versuchen, darüber hinwegzukommen. Es geht nicht weg, niemals. Aber es wird weniger, es dauert nur. Seit Beginn der Kämpfe in den besetzten Gebieten haben viele Frauen in den Kellern ihrer Häuser gelebt, unter ständigem Stress. Wir haben festgestellt, dass deshalb vermehrt stressbedingte gynäkologische Erkrankungen auftraten, Zyklusstörungen, hormonelle Störungen. Ein sehr schwieriges Problem. Die Behandlung dauert sehr lange. Der UN-Bevölkerungsfonds hat uns ein Projekt mit mobilen Feldteams finanziert. Es ist einzigartig. Wir kommen damit an schwer zugängliche, weit abgelegene Orte. Und wir können Menschen helfen, die sonst keine medizinische Versorgung hätten, weil ein Krankenhaus zu weit weg wäre oder sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Und unsere Behandlung ist kostenlos. Ich hatte keine Untersuchungen nach der Geburt. Auch für mein Baby gab es keine Untersuchungen, Tests oder Ultraschall. Aber ich wollte sicher sein, dass alles in Ordnung ist. Endlich darauf vertrauen, dass alles gut ist. Ich habe erfahren, dass es eine mobile Entbindungsklinik gibt. Da will ich hin. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Wir fahren durch die Region Charkiw. Wir sind 4 Geburtshelfer und Gynäkologen im Team. Jeder ist einmal im Monat dabei. Wir machen gynäkologische Untersuchungen. Es kommen sehr viele Frauen. Die meisten leiden unter stressbedingten Zyklusproblemen. Sie haben keine Menstruation mehr oder extreme Blutungen. Ich denke, dass rund die Hälfte aller Frauen in der Ukraine nicht mehr menstruiert. Die Belastungen des Krieges sind enorm. Ein Riesenproblem. Wir machen jetzt einen Ultraschall. Sie haben keine Beschwerden? Nein. Die Gebärmutter ist unauffällig. Alles in Ordnung. Ich bin Geburtshelferin und Gynäkologin und arbeite mit einem Kinderarzt zusammen, der die Kinder untersucht. Mhm.
Den Kindern geht es gut. Sie sind gut ernährt und ihrem Alter entsprechend entwickelt. Ich möchte nicht, dass meine Kinder weiter im Krieg leben müssen. Krieg ist das Schlimmste, was passieren kann. Alle sollten in Frieden und Harmonie leben können. Ich bekam Bluthochdruck, eine Schwangerschaftskomplikation. Sie brachten mich ins Krankenhaus in Donetsk. Der, der sich um den Austausch von Gefangenen kümmerte, sagte: Mariascha, ein großer Austausch steht an. Sie stehen auf der Liste. Aber bis wir den genauen Termin kennen, müssen Sie sich auf eine Geburt hier vorbereiten. Zwei Wachen wurden abgestellt, um mich zu überwachen, damit ich nicht weglaufe. Ich sagte: Leute, wohin soll ich denn laufen? Schaut mich doch an. Wir waren zusammen auf der Station. Der eine Soldat hatte sein Telefon ziemlich laut gestellt. So bekam ich eines seiner Gespräche mit. Jemand sagte: Sprich mit Ihrem Arzt und finde heraus, ob sie transportfähig ist. Wir könnten sie in 2-3 Tagen mitnehmen. Geht das oder wird sie entbinden? Ich dachte nur: Endlich geht es los. Ich sagte ihnen, ich sei definitiv transportfähig. Ich umarmte meinen Bauch. Du, es darf noch nicht losgehen. Wir gehen nach Hause. Uns wurden die Augen verbunden und Handschellen angelegt. Ich bekam Angst, dass das Baby unterwegs kommen würde und sie mich zurückschicken würden. Ich habe so sehr geweint. Nastja legte den Arm um meine Schultern. Mach dir keine Sorgen, sonst kriegst du noch Wehen. Ich sagte: Nastja, selbst wenn, ich würde es niemandem sagen. Ich werde durchhalten, bis wir in der Ukraine sind. Sie haben uns von Donetsk nach Taganrog gebracht. Von da nach Moskau und dann nach Belarus. Als die Tür aufging, hatte ich die Augen verbunden. Sie nahmen mich an der Hand und sagten: Mariana, mach dir keine Sorgen. Du bist zu Hause. Es hat mich umgehauen, wieder Ukrainisch zu hören. Ich stieg aus dem Bus und es war wirklich Ukrainisch. Ich machte die Augen auf. Willkommen in der Ukraine, sagten sie. In der Ukraine. Unfassbar. Ich habe sofort meinen Mann angerufen. Ich hatte einen Kloß im Hals vor Glück. Murczyk? Hallo. Ich nenne ihn Murczyk. Ja, Hase, bist du das? Ich sagte: Ich bin in der Ukraine. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin in der Ukraine. Alles ist gut. Zu Hause. Endlich zu Hause. Ich glaube, manche Leute wissen es gar nicht zu schätzen, zu Hause zu sein. Dabei ist es so besonders. Hier ist mein Zuhause. Am Samstagmorgen um 10 Uhr hat man mich abgeholt. Gegen 6 Uhr abends waren wir in Lutsk. Um 2 Uhr nachts haben die Wehen eingesetzt. Um 4 Uhr haben die Ärzte sich zu einem Kaiserschnitt entschieden. Mein Blutdruck war zu hoch. Und der Arzt meinte: Ohne Hilfe wird das nichts. Dann hieß es: schnell, schnell. Ich kam in den OP und sie haben den Kaiserschnitt gemacht. Um 4.18 Uhr kam meine Kleine zur Welt. Ein Mädchen. Können Sie sich das vorstellen? Sie holten sie raus und legten sie sofort auf den Tisch des Neonatologen. Sie haben gleich einen Ultraschall gemacht. Alle Organe und der Kopf und alles. Ich hatte solche Angst.
Ich habe den Atem angehalten und darauf gewartet, dass sie mir sagen, ob etwas nicht stimmt. Vielleicht war ja doch etwas mit dem Baby. Aber der Arzt sagte, Mama, mach dir keine Sorgen, das Baby ist völlig gesund. Ich habe ausgeatmet, das war's. Alles wurde leichter. Ich bin eine glückliche Frau. Ich habe ein gesundes Kind. Ich bin glücklich. Ich habe einen Mann, der mich liebt. Er hat auf mich gewartet und alles getan, um mich da rauszuholen. Und eine geliebte Frau ist eine glückliche Frau. Ein Bekannter hat mir ein Video geschickt und gesagt, ich habe einen Mann im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das ist dein Kirillo. In dem Video wird Kirillo mit anderen Soldaten aus Azovstal evakuiert. Er geht an Krücken. Sie kommen von der Krankenstation, oder? Ja, ich wurde verwundet. Mein Mann wurde ins Knie geschossen von einem Scharfschützen. Ich war erleichtert, denn ich dachte, der Bunker wäre über ihm zusammengebrochen. Ich war so froh, dass er am Leben war. Aber ich habe nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß nicht, wo er ist und weiß nicht, wie es ihm geht. Aber ich glaube fest daran, dass er aus der Gefangenschaft kommt, weil auch ich aus dem Bunker zurückgekehrt bin. Schau mal, so ein süßer kleiner Elefant. Ich hoffe, dass wir bald alle wieder zusammen sind und dass Vjatoslav eine kleine Schwester bekommt. Das war der Traum meines Mannes. Ich habe es ihm versprochen, als er in den Krieg zog. Nach der Geburt des ersten Kindes wollte ich nie wieder einen Kreißsaal betreten. Aber jetzt, nach allem, was wir durchgemacht haben, ich will nur noch, dass wir zusammen und glücklich sind.